Marcel, herzlich willkommen in Paderborn. Was waren deine Beweggründe für den Wechsel zum SCP 07? Ja, vorrangig der mutige Spielstil, die Spielweise, die der Verein in den letzten Jahren ausgestrahlt hat, verkörpert hat. Und ja, die Spielweise hat mich schon beeindruckt. Und gleichzeitig, ja, als die Anfrage kam, konnte ich mir gut vorstellen, ein Teil davon zu sein. Bei deinen früheren Vereinen hast du ja auf und neben dem Platz eine Führungsrolle eingenommen. Wie siehst du deine Position in Paderborn? Ja, also eine Führungsrolle entwickelt sich immer irgendwo. Also jedes Jahr hast du Zugänge und du hast auch Abgänge und von daher entwickelt sich so eine Dynamik in der Mannschaft immer während der Saison. Aber Fakt ist eben auch, dass du als älterer Spieler und vielleicht auch als Spieler, der das ein bisschen natürlicher in sich hat, dass dann natürlich auch ja, ein bisschen deutlicher oder zumindest das Ganze forciert, um Gespräche zu führen oder auch unangenehme Sachen eben anzusprechen. Also ich bin nicht der Lauteste, aber ich bin da schon ja, ein Typ, der Sachen anspricht, die mir eben missfallen und die mir vielleicht auffallen, die vielleicht nur im Ansatz vielleicht gefährlich sein könnten. Und das muss ich aber entwickeln. Also das ist Fakt. Du kannst nicht irgendwo ankommen und sagen, hallo, ich bin hier ein Führungsspieler, sondern das entwickelt sich aber klar von meinem Naturellen, von meinem Typ her ist es schon so, dass ich das auch von mir aus schon ziemlich mache. Gerade läuft ja in vielen Vereinen die Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison. Wie schätzt du denn deine Möglichkeiten des SCP 07 in der kommenden Spielzeit ein? Ja, die zweite Liga ist irgendwo eine ja, ganz komische Liga, weil du eben jedes Jahr deine Favoriten auserkoren hast und jeder sich einig ist, wer die Favoriten sind und schlussendlich kommt es nie so, wie du es dir vorstellst, steigen Mannschaften ab, von denen du es nicht im Entferntesten oder nicht im Entferntesten damit gerechnet hast. Also von daher, es sind Prognosen immer schwierig, nur Fakt ist eben auch, dass wir hier eine starke Mannschaft haben, individuell gute Spieler, die eben aber auch größtenteils noch jung sind. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Saison, nur sehe ich sehr viele Sachen, die mir viel Zuversicht geben für diese Spielzeit. Und ja, wir lassen uns treiben und schauen mal, auf was es hinausläuft. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall eine gute Rolle spielen können. Du hast jetzt für 2 Jahre in Paderborn unterschrieben. Mit welchen persönlichen Zielen gehst du in die Vorbereitung und dann auch in die Saison? Ja, persönlich willst du als Spieler gesund durch die Spielzeit kommen und natürlich so viele Spiele machen wie möglich. Und da hoffe ich eben, dass ja, die ganze Mannschaft von Verletzungen, gerade von größeren Verletzungen, verschont bleibt, weil ja, der Körper das eben unser Kapital ist und wir auch den Körper pflegen müssen. Und gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, wenn wir alles dafür tun, dass wir eben funktionieren, dann wird die Saison eben auch positiv. Und ja, ich bin wirklich gespannt, aber auch sehr optimistisch. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und eine gute Zeit und vielen Dank. Dankeschön.